Und herzlich willkommen zu Pepperwolves Among the Sheep. Erste Episode ist die ich spiele mit euch, die A Man Who Talked. Ist noch nicht angesagt. Ja, also die ist draußen, die zweite Episode. Deswegen darf ich jetzt aufnehmen, endlich. Also der Entwickler hat mich gebeten zu warten, bis die zweite Episode released wird, bis ich aufnehme. Denn ich habe den Entwickler kontaktiert. Und jetzt fangen wir an, weil der Ton gerade ausgesetzt hat. Ja, das Spiel ist einfach absolut super. Pinecone Games, und so nennen sich die Entwickler, das ist ein Ehepärchen, ja. So, die Story ist einfach absolut awesome, ja, und sie ist mysteriös, sie ist aber noch nicht fertig. Und es ist halt so, er schreibt die Story, sie macht das Grafikdesign, das ist wie gesagt nur ein Ehepaar. Und mit ihm habe ich Kontakt gehabt und wie gesagt, er hat mich halt drum gebeten. Deswegen, alles tutti, super Spiel, wir fangen jetzt an, damit herzlich willkommen zu Pepperwolves. So, ja, ich hoffe, ihr hattet Zeit, den Prolog zu lesen. Ich gebe euch noch mal ein paar Sekündchen und dann erzähle ich kurz, worum es geht. Jo, okay, also, für alle, die kein Englisch können, ich werde kurz erklären, worum es geht. Letzte Nacht haben wir ungefähr geträumt, dass die ganze Stadt geschlafen hat. Naja, wir sind rumgewandert und irgendwie fanden wir es eigentlich ganz toll, so als Einzige wach zu sein. Aber der Nebel... Irgendwas aus diesem Nebel hat uns angesehen, so gesichtslose Monster. Und die waren überhaupt nicht darüber erfreut, dass wir als Einzige nicht schlafen. Age and Prison, Belmarsh. Sind Sie sicher, dass Sie mir nicht mehr Zeit geben können? Sie haben 5 Minuten Park und halten Sie verdammt nochmal Abstand. Wenn irgendwas passiert, dann krieg ich wieder den Ärger. Machen Sie sich keine Sorgen, mir wird's gut gehen. Ehrlich jetzt, das ist der letzte Gefallen. 5 Minuten. Es wird das letzte Mal sein, dass Sie mich sehen. Versprochen. Frag mich, wer er ist. Ich habe das Mädchen gefunden, als ich an die Tür geklopft habe, vor 3 Wochen. Das war bei Ihnen. Wundert es Sie nicht, dass Sie wissen, was Sie jetzt wissen? Ja, Reue ist ein Monster. Mögen Sie den Namen Lullaby? Titel helfen Ihnen nachts besser zu schlafen, weißt du? Nun, Monster würden vergessen werden, wenn man ihnen keinen Namen gibt, weil wer interessiert sich schon für einen Namen wie Steve Burke? Was wollen Sie, Miss Park? Miss Park sind wir, also wir sind die Detektivin. Sehen Sie, ich erinnere mich an Sie. Ja, ein klassisches Verhör. 5 Minuten haben wir Zeit. Geile Situation. Also. Also wir wissen einfach nicht mehr weiter in dem Fall, kurz gesagt. Und... Warte, meine Kopfhörer sind verknotet. Sortieren wir das mal eben kurz. So, besser. Ach ja, und der Teufel kann mit Sicherheit Klarheit in die Situation bringen. Ich bezweifle, dass der Typ der Teufel ist. Er würde mir jede Frage beantworten, wenn ich ihn auf das Papier gucken lasse. Also auf die Zeitung. Gesagt, getan. Er hat wohl mehr als das gemacht, was man rausgefunden hat. Er scheint irgendwie stolz auf sich zu sein, aber naja, das wird er bereuen. Also wir haben eine gute und eine böse Entscheidung. Engel ist natürlich die gute und das ist die böse Entscheidung. Sie sind nicht der Teufel, Steve.
Das muss wehgetan haben. Okay. Also im Prinzip ist er nur eine narzisstische kleine Ratte, die daran glaubt, dass er derjenige mit den Flügeln ist. Und ja, er ist halt einfach nicht mehr gut genug für das, was jetzt von der Welt noch übrig ist. Man hat ihn halt einfach rausgekehrt und mit dem restlichen Müll, der irgendwo rumhängt, dagelassen, wo er ist. Holy shit, Park! Ja, das ist ja wohl eindeutig. Also Detective Park sind wir. Und Holy Bummer, wir haben ihn provoziert. Ach ja, übrigens, ihr habt den falschen. Er hat die rechte Hand benutzt, aber wie? Naja, der echte Lullaby bevorzugt seine linke. Ja, wir sind Privatdetektiv und ja, wir haben Business Hours. Aber 3 Uhr morgens ist keine der Geschäfts- oder Sprechzeiten, ja. Und irgend so ein Assi ruft um 3 Uhr morgens an. So, naja, Miss Park? Fragt die Stimme. Um wen handelt es sich? Also Barken, eigentlich schnauze ich ihn an, aber ich möchte jetzt nicht das Mikrofon schreien. Ist da Detective Park? Haben Sie irgendeine Idee, wie spät es ist, Sir? Eine ungodly hour. ja, unchristliche Zeit, soll das, glaube ich, übersetzt heißen. Er spricht auf jeden Fall so, als hätte er Geld. Ja, hier ist Detective Mrs. Park und ich möchte gerne wissen, mit wem ich spreche. Naja, können Sie jetzt endlich diese Scheißfrage beantworten? Ja, ich bin Roman Chambers und ich möchte, dass Sie meine Schwester finden. Mr. Chambers, Sie müssen da mit Details rüberkommen, sonst kann ich nicht arbeiten. Naja, sie ist tot. Mein Beileid, aber ich finde vermisste Leute keine Toten. Naja, eigentlich ist sie eher vermisst, aber naja, ich habe die Hoffnung schon längst aufgegeben, wissen Sie? Ja. Ich gebe Ihnen das Dreifache des üblichen Satzes 2 Wochen vorher. Hartgeld, Cash. Ja, also nicht viele Dinge bringen mich zum Schweigen und zum Überlegen gleichzeitig, aber Mr. Chambers hat irgendwie beides fertig gebracht und naja, ich habe ein Fenster zu reparieren. Wie ist die Raumnummer? Die Präsidentensuite. Sie finden mich in der Präsidentensuite. Raumnummer 6. Ich werde warten. So, da sind wir, Raum 6. Das ist das Klientel, mit dem wir uns scheinbar unterhalten. Details, Leute, Details sind wichtig. Eine Polizistin. In einem Klientengespräch. Eieiei. Bellen. Mr. Roman Chambers, darf ich vorstellen, kürzlich verschieden. Jemand, der ihn kannte, wahrscheinlich. Es konnte nur jemand sein, der ihn kannte, weil es ist. Sonst hätte keiner so nah rangekonnt. Und deswegen ist es so sauber.
Nun, das ist eine These. Ah, sie kennen das Protokoll, nichts antatschen und einfach da bleiben, wo sie sind. Und ja, ich sorge einfach dafür, dass niemand hier reinstolpert. Okay, warum machen wir das jetzt? Wir haben so ein richtig geiles Glasscheiben-Smartphone. Jeanne Park, da lassen oder mitnehmen? Das ist ein Tatort. Und wir sind Privatdetektiv. Wenn wir jetzt was vom Tatort mitnehmen, das kann nur nach hinten losgehen. Ich weiß, vielleicht können wir das Geld später brauchen. Das ist bei diesen Games, wenn man Materialien zum Aufnehmen findet. Ja, ich habe bei Game of Thrones zum Beispiel damals bereut, dass ich das Siegel nicht geklaut habe. Aber es gibt vielleicht einen Weg drumherum. Deswegen, wir verhalten uns vorbildlich hier. Habe ich doch gesagt, die Provision. Schaut euch den Abdruck an. Ich meine, das ist klar, ne? Das Blut auf dem Umschlag, also. Spätestens daran hätte man gesehen, dass was fehlt. Es ist früh oder spät, kommt drauf an, wie man es sieht und naja, ich gehe jetzt einfach pennen. Ich komme dann später zur Station. Sie wissen, ich kann sie nicht ohne eine Aussage gehen lassen. Ja, und sie können ihren Posten eh nicht verlassen. Also, ciao, Bellen. Park, echt jetzt? Arschloch. Ja, was war denn da los? Direkt eine Leiche in der ersten Episode, ziemlich früh am Anfang. Und wer ist zum Jacke dieser Killer in der anderen Leitung, ja? Wer ist er? So, Roman Chambers, also klar, wir haben den Auftraggeber gehabt. Aber bei unserem jetzigen Stand, warum sollte jemand unseren Auftraggeber umbringen? Naja, ihr wisst, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Pepperwurst. Bis dahin, gehabt euch wohl.